Augen auf, News. Projekt Bluebeam. Ein Plan, um uns alle zu knechten. Das Projekt Bluebeam stellt einen Plan dar, in dem die Illuminaten die neue Weltordnung einleiten möchten. Neben einigen Details, die später erläutert werden, gibt es in diesem Plan einen zentralen Punkt, der die Wende markiert. Bei diesem unglaublichen Ereignis handelt es sich um den Einsatz von Hologrammen, die mit Hilfe einer speziellen Schicht in der Atmosphäre erzeugt werden, welche vermutlich seit Jahren durch Chemtrails aufgebaut wird. Dieses riesige Freiluftkino soll die Menschen zu einer globalen Religion bringen, was wiederum zu einem vereinten Weltstaat führt. Der Plan gliedert sich in vier Abschnitte. Erstens: dreimaliger Angriff auf New York. WTC 11. September, biochemisch und nuklear. Künstliche Erdbeben legen Objekte frei, die die bestehenden Religionen widerlegen. Wenn man vom ersten Teil der Aussage absieht, wäre das Thomas-Evangelium sowie andere religiösen Schriften zu nennen, die da hinein passen. Das Grab Jesu wäre wohl einer der größten Religionskiller, da er ja laut Überlieferung auf einer Wolke in den Himmel fuhr. Verbreitung einer luziferischen Religion, Menschenkult, sowie Unterdrückung anderer Religionen, insbesondere traditionell christlicher. Zweitens: Weltraumlasershow durch das genannte Freiluftkino, um die neue Religion letztendlich durchzusetzen. Die Projektionen sollen in jedem Land der Erde auftreten und den Messias der dort vorherrschenden Religion verkörpern. Zusätzlich sollen sie mittels Sprachausgabe aus dem All vertont werden und die Landessprache der jeweiligen Nation sprechen. Drittens: Künstliche Telepathie, bei der durch 11 Wellen fremde Gedanken, Mindkontroll, erscheinen, die Gott zugeordnet werden. Zunächst erhält man eine globale Religionsvielfalt. Allerdings gibt es dazu auch eine Implantatvariante. Heraufbeschwörung einiger Konflikte, einerseits gegen künstliche Feinde, aber auch gegen Vertreter dieser Theorie. Viertens: Weltweite übernatürliche Manifestation mittels Elektronik in drei verschiedenen Ausführungen. 1. Vortäuschung eines Alien-Angriffes zur finalen Einigung der Welt unter einem Glaubensstaat, der von einem durch den Himmel bestimmten Messias beherrscht wird, mit der Folge, dass Nationen dazu gedrängt werden, ihre nuklearen Waffen zum Gegenschlag einzusetzen, sodass nach dieser Kriegssimulation jede Nation vor der UNO in den Status der totalen Abrüstung gelangt. 2. Christen sollen glauben, dass sie durch eine gespielte göttliche Intervention einer angeblich guten außerirdischen Kraft von einer brutalen satanischen Attacke gerettet werden. Und 3. Es sollen Frequenzen benutzt werden, welche übernatürliche Phänomene durch Glasfaserkabel, Koaxialkabel, Starkstrom und Telefonleitung hervorrufen sollen, indem alle elektronischen Ausrüstungen und Vorrichtungen, die zu dieser Zeit alle einen speziellen Mikrochip installiert haben sollen, durchdrungen werden. Das Ziel dieses Schrittes ist die Materialisierung von bösartigen satanischen Geistern, Gespenstern und Poltergeistern über den gesamten Planeten, um Hysterie und Panik zu erzeugen. Nach dieser sogenannten Nacht der 1000 Sterne soll die Menschheit bereit für den neuen Messias sein, um den Frieden überall um jeden Preis wiederherzustellen, auch für den Preis der Freiheit. Angeblich durchgeführte Teile des Plans sowie Hinweise. Filme zur Vorbereitung auf eine Alien-Invasion sowie Aussage des Vatikans, dass Außerirdische unsere Brüder seien. Testläufe in Wüstenregionen mit holographischen Projektionen von Jesus Christus. Testlauf einer Projektion von Allah am Nachthimmel von Bagdad 1991, die zum Sturm auf Saddams Palast führte. Testlauf der EM-Wellenkontrolle, was sich durch das häufige Auftreten des Channeling-Syndroms zeigt. Siehe auch Längswellensender unter dem Flughafen Berlin-Tempelhof. Irgendwie soll auch der Bibelcode auf diese Ereignisse hinweisen, indem er berichtet, dass Menschen versuchen, zu Göttern, Weltherrschern zu werden. Testläufe für Umweltkatastrophen, die deswegen gehäuft auftreten. Test zur Beeinflussung der Iosphäre zu Bilder, welche allerdings erst im letzten Teil der Aktion durchgeführt wird. Siehe auch Hab. Die technischen Mittel sind natürlich so geheim, dass es für den Bürger gar nicht in Frage kommt zu glauben, dass sie technischen Ursprungs sind. Dies klingt zwar wie eine Lücke in der Theorie, aber es ist allgemein bekannt, dass Militärtechnologien zum Nutzen erhält, weit bevor es für Privatpersonen käuflich wird, zum Beispiel Stealth-Technologie. Zur Projektion sei gesagt, es handelt sich um eine hochentwickelte satellitengestützte Projektionstechnik, welche imstande ist, Hologramme von immenser Größe in die Atmosphäre zu projizieren. Es handelt sich dabei um die Verwendung einer besonderen sodiumhaltigen Schicht in etwa 60 Meilen Höhe, welche quasi als kosmische Projektionsoberfläche Verwendung findet. Der folgende Beitrag wurde zu einem großen Teil den Schriften von Ken Adachis Website educateyourself.org kopiert und übersetzt.
ein Hinweis des Editors. Sarge Monast und ein anderer Journalist, dessen Name im Weiteren nicht genannt wird, erforschten beide Projekt Bluebeam. Sie starben beide an einem Herzinfarkt und beide innerhalb nur von Wochen voneinander, obwohl keine Geschichte von Herzerkrankung vorlag. Sarge war in Kanada, der andere kanadische Journalist besuchte Irland. Die kanadische Regierung entführte Sarge Tochter in einem Versuch, ihn von der Verfolgung seiner Forschung in Sachen Projekt Bluebeam einzustellen. Bis zu seinem Tod wurde seine Tochter nicht zurückgegeben. Pseudo-Herzinfarkte mittels Hochfrequenz-Laserstrahlung sind eine der beliebtesten Methoden, wenn der Tod durch Projekt Blauer Strahl jemanden ereilt. Das berüchtigte NASA, National Aeronautics and Space Administration, Blauer Strahl-Projekt, hat verschiedene Stufen, damit die Umsetzung des neuen Zeitalters der Religion mit dem Antichrist an der Spitze gelingt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein neues Zeitalter der Religion einsetzen wird. Das ist die Grundlage für die neue Weltregierung. Ohne diese Religion der Diktatur ist die neue Weltordnung völlig unmöglich. Ich werde es wiederholen, dass ohne einen universellen Glauben an das neue Zeitalter der Religion wird der Erfolg der neuen Weltordnung unmöglich. Das ist der Grund, warum der Blaue Strahl-Projekt so wichtig ist für sie. Aber bisher hatte man es gut versteckt. Bis jetzt. Der erste Schritt beim NASA-Blauer Strahl-Projekt, Bluebeam-Projekt, betrifft die Aufteilung, Neubewertung aller archäologischen Wissensebenen. Es beschäftigt sich mit dem Aufbau von künstlich geschaffenen Erdbeben an bestimmten Orten auf dem Planeten. Es wird heißen, dass angeblich neue Entdeckungen aufgetaucht seien, die uns schließlich erklären werden, dass alle Menschen einen Fehler bei der grundlegenden religiösen Doktrin unterlaufen wären. Die Fälschung dieser Informationen wird benutzt, um alle Völker glauben zu machen, dass ihre religiösen Lehren für Jahrhunderte missinterpretiert und falsch verstanden wurden. Das läuft ja schon mal. Psychologische Vorbereitungen für diesen ersten Schritt wurden bereits mit dem Film 2001 A Space Odyssey, die Star Trek-Reihe und Independence Day umgesetzt. Alles Filme, die sich mit Invasionen aus dem Weltraum und einer Annäherung aller Nationen zur Abwehr der Eindringlinge auseinandersetzen. Die letzten Filme, wie zum Beispiel Jurassic Park, befasst sich mit der Theorie der Evolution und deren Aussage: Gottes Worte sind Lügen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies der erste Schritt ist, dass diese Erdbeben, die in verschiedenen Teilen der Welt auftreten werden, in der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und archäologischen Lehre zeigen werden, dass viele alte und mystische Geheimnisse begraben wurden. Mit diesen Arten von Erdbeben wird es möglich sein, dass diejenigen Wissenschaftler, die solche obskuren Geheimnisse entdecken, dazu verwendet werden, um alle grundlegenden religiösen Doktrinen zu diskreditieren. Dies ist die erste Vorbereitung für den Plan für die Menschheit, weil das, was sie wollen, ist die Überzeugung von allen Christen und Muslime auf der Erde. Um dies zu erreichen, benötigen sie einige falsche Beweise aus der Vergangenheit, die weltweit beweisen werden, dass alle Nationen ihre Religion falsch verstanden hätten. Der große Raum in den Himmel. Der zweite Schritt im NASA Bluebeam-Projekt beinhaltet eine gigantische offene Raumsphäre mit dreidimensionalen optischen Hologrammen und Klängen, holographische Laserprojektionen von mehreren Bildern und zu verschiedenen Teilen der Welt, die jeweils ein anderes Bild enthalten, je nach unterschiedlichen regionalen, nationalen und religiösen Glauben. Diese neue Stimme Gottes wird in allen Sprachen sprechen. Um das richtig zu verstehen, müssen wir die verschiedenen Forschungen der Geheimdienste der letzten 25 Jahre studieren. Die Sowjets perfektionierten fortgeschrittene Computer, die mit den minutengenauen physiologischen und psychologischen Angaben gefüttert wurden, auf deren Grundlage ihre Untersuchungen über die Anatomie und elektromechanischen Zusammensetzungen des menschlichen Körpers und das Studium der elektrischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des menschlichen Gehirns, und sie exportieren diese Computer auch. Diese Computer wurden mit den Sprachen aller Menschen, aller Kulturen sowie ihrer individuellen Bedeutung gefüttert. Auch die Dialekte von alten Kulturen wurden in die Computer von Satelliten eingegeben. Die Sowjets begannen ihre Computer ursprünglich mit dem Ziel, Programmen wie dies des neuen Messias. Es scheint, dass auch die Sowjets begannen, eine neue Weltordnung um den Preis Menschen zu Selbstmordversuchen anzustiften, sowie der Methoden, die menschliche Gestalt durch die Zuteilung der elektronischen Wellenlängen für jede Person und jeder Gesellschaft und Kultur aufzuschlüsseln. Wenn eine Person nicht im Einklang mit den Geboten der neuen Weltordnung ist, wird sie entsorgt. Es gibt zwei verschiedene Aspekte von Schritt 2. Der erste ist, den Weltraum zu zeigen. Im Weltraum wird die holographischen Bilder in einer Simulation eines bestimmten Ablaufs, in dem alle Nationen Szenen gezeigt werden, was die Erfüllung sein wird von dem, was in den alten Prophezeiungen geschrieben steht.
Diese werden von den einzelnen Satelliten auf die Natriumschicht etwa 60 Meilen über der Erde ausgestrahlt. Wir sehen alle vorher Tests, aber in der Form von UFOs und fliegenden Untertassen, Beobachtungen. Diese Natriumschicht dient dabei als Projektierwand. Das Ergebnis dieser Ereignisse wird bewusst inszeniert werden, um der Welt zu zeigen, der neue Christus, der neue Messias, Maitreya, der für die unmittelbare Umsetzung der neuen Weltreligion im Sinne der UNO verantwortlich zeichnet. Genug Wahrheit hängt auf einer ahnungslosen Welt, um die Haken der Lüge zu erkennen. Aber die meisten werden getäuscht. Das Projekt hat die Fähigkeiten einiger Geräte perfektioniert, die Emotionen einer enormen Zahl von Menschen anzuheben, um sie zu begeistern und die gesamte Gruppe in ein Niemandsland zu bringen. Wir sind Tests dieser Geräte bei der Entführung von Menschen durch die geheimnisvollen Grauen der außerirdischen Rasse von Rectaculi, die Menschen aus ihren Betten reißen und durch Fenster ins wartende Mutterschiff teleportierten. Der berechnete Widerstand gegen diese universelle Religion und den neuen Messias wird durch den anschließenden Heiligen Krieg abgelenkt und zu einem immensen Verlust des menschlichen Lebens führen, auf einer Skala, was nie jemand gedacht hätte, innerhalb der ganzen bisherigen Geschichte der Menschheit. Das Blaue Strahlprojekt wird die universelle Erfüllung der alten Prophezeiung sein und die wichtigste Veranstaltung der letzten 2000 Jahre. Im Prinzip wird man den Luftraum als Kinoleinwand nutzen. Auf der Grundlage von laserbasierter Satellitenprojektion und gleichzeitig werden Bilder zu den wichtigsten vier Ecken der Erde in jeder Sprache und allen Dialekten gestuft, nach der Region eingespielt. Holographische Bilder basieren auf nahezu identischen, kombinierten Signal, um ein Bild oder ein Hologramm mit großer Perspektive darzustellen, die gleichermaßen für akustische ELF, VLF und LF-Wellen und optische Phänomene gelten, mit Computeranimationen und Tönen, die direkt aus der Tiefe des Raumes zu stammen scheinen, wird man die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen erstaunen und begeistern. Dann werden die Prognosen von Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna und so weiter, eine nach der anderen richtigen Erklärung der Geheimnisse und Hüllungen werden offengelegt. Dieser Gott wird in der Tat der Antichrist sein, der erklären wird, dass die verschiedenen Schriften missverstanden und falsch interpretiert wurden und dass die alten Religionen verantwortlich sind für die Bruder gegen Bruder und Nation gegen Nation Kriege. Daher müssen die alten Religionen abgeschafft werden, um Platz zu machen für das neue Zeitalter der neuen Weltreligion, für den einen Gott, dem Antichristen. Natürlich wird diese hervorragend inszenierte Fälschung soziale und religiöse Unruhen im großen Umfang auslösen. Jede Nation wird die andere für die Täuschung beschuldigen. Es werden dabei Millionen programmierter religiöse Fanatiker durch okkulte, dämonische Kräfte gesteuert werden. Darüber hinaus wird es in diesem Fall zu einer Zeit der tiefgreifenden politischen weltweiten Anarchie und der allgemeinen Unruhe kommen, die durch eine weltweite Katastrophe ausgelöst wird. Im Jahr 1974 zum Beispiel benannte der Forscher G.F. Scheppitz laut seiner Forschung: In dieser Untersuchung wird gezeigt, dass die gesprochenen Worte des Hypnotiseurs durch elektromagnetische Energie umgewandelt und direkt zu dem Unterbewusstsein einer Person übertragen werden kann, ohne jegliches mechanisches Gerät für den Empfang oder Übersetzung der Nachricht und ohne dass der Person der Einfluss der eingegebenen Information bewusst ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Verhalten aus eigenem Willen rationalisiert wird. Wer sogenannte Kanalisierungsphänomene untersucht, was gerade jetzt klug wäre, um diesen Bereich der Forschung zu berücksichtigen, wird feststellen, wie unheimlich ähnlich ihre Botschaften sind, obwohl sie behaupten, die Einheit zu ihrer Quelle sei göttliche Führung. Man sollte diese Botschaften besonders kritisch beäugen, wenn ihre Worte mit den Zielen der neuen Weltordnung harmonieren, und das tun sehr viele. Aber wir sprechen nicht über die Sowjets. Wir sprechen über die Vereinten Nationen, den Dienern der neuen Weltordnung. Sie sind es, die Computer mit den erforderlichen Informationen füttern. Künstliches Denken und Kommunikation, die Weiterentwicklung von solchen Techniken, bringen uns auf den dritten Schritt des Blue Beam Projektes, das zusammen mit telepathischen und elektronischen Techniken die Kommunikation ergänzen, indem sie ELF, VLF und LF wählen, wo jede Person durch ihren eigenen Geist angesprochen wird, und das wird jeden überzeugen, dass ihr eigener Gott zu ihnen spricht, und zwar aus den Tiefen der eigenen Seele. Wer wünscht sich das nicht? Solche Strahlen von Satelliten kommen von den eingegebenen Erinnerungen der massiven Daten, die über jeden Menschen auf der Erde existieren, und ihren Sprachen, das die Computer gespeichert haben. Die Strahlen werden dann mit unserem natürlichen Denken eine Interaktion bilden, wie man es auch nennt, diffuses künstliches Denken. Diese Art von Technologie geht weit zurück,
bis in die 1950er, 70er, 80er und 90er Jahre der Forschung, wo das menschliche Gehirn erstmals mit einem Computer verglichen wurde, der Informationen verarbeitet, integriert und dann eine Antwort formuliert und diese letztlich von ihm in Realität umgesetzt wird. Verstandeskontrolleure manipulieren Informationen in der gleichen Weise, wie ein Computer für Grammatik manipuliert wird. Im Januar 1991 war die University of Arizona Gastgeber einer Konferenz mit dem Titel The NATO Advanced Research Workshop – Aktuelle und dringende Phänomene von biomolekularen Systemen. Was bedeutet das genau? Es bedeutet dies. Wir beziehen uns hier auf ein Papier, was auf der Konferenz zur Sprache kam und das ihre unterschiedliche Haltung gegenüber der Entwicklung in der Diskussion zu diesem speziellen Zeitpunkt spiegelte. Es war in der Tat ein Protest und eine kühle Warnung an die anwesenden Wissenschaftler, über den potenziellen Missbrauch ihrer Forschungsergebnisse strengstens nachzudenken und darüber einen Kontext herzustellen. Aber vermutlich wären Wissenschaftler nicht Wissenschaftler, würden moralisch-ethische Gesichtspunkte eine große Rolle spielen. Ihre Erkenntnisse erklärten, dass die Vereinigten Staaten natürlich bereits solche Geräte entwickelt hatten, deren Kommunikation dazu führen kann, dass Blinde sehen, die Tauben hören und die Lahmen wirklich wieder gehen könnten. Es kann die Todkranken von ihren Schmerzen erlösen, ohne den Gebrauch von Drogen oder riskanten Operationen. Diese Kommunikationsausrüstung bedingt eine völlig neue Sichtweise auf das menschliche Gehirn und des neuromuskulären Systems. Man arbeitet mit Lichtpulsen bei extrem niedrigen Frequenzen. Ionosphärenheizer. Wie dieser hier in Alaska werden weltweit gebaut und befinden sich bereits im Einsatz. Massenvernichtungswaffen in den Händen einiger Spinner. Einige dieser Geräte sind nun einsatzbereit und harren in den feuchten Händen der Central Intelligence Agency, CIA, und den Beamten des Federal Bureau of Investigation, FBI, auf ihren Einsatz. Sie wird nicht dazu verwendet werden, um die Blinden sehen zu lassen, die Tauben hören und damit Lahme wieder gehen können. Wer wird denn gleich so blauäugig sein? Denn diese Werkzeuge sind von zentraler Bedeutung für die innenpolitischen Tagesordnungen und der Außenpolitik des jeweiligen US-Präsidenten und seiner Marionettendirigenten, den Meistern der neuen Weltordnung. Nachdem George Bush, der 41. US-Präsident und Vater des 43. Präsidenten, sowie Großorganisator der neuen Weltordnung nun an Alzheimer erkrankt ist, scheint es an Durchführungsstrategien zu mangeln, was uns nur recht sein kann, nicht wahr? Wenn diese Technologie bereits in den 50er Jahren rudimentär einsetzbar war, wie weit wird diese Technologie wohl jetzt fortgeschritten sein? Einsatzmöglichkeiten. Die United States Navy im Inland wird diese neuen Kommunikationstechnologien und Ausrüstungen dazu verwenden, damit Personen, die sich Folter- und Mordprofile vorstellen können, Folter und Mord am eigenen Bürger einsetzen und gegen die Organisation, die Toleranz, Frieden und Entwicklung anstreben, zu zerstören. Folter und Mord werden plötzlich zum Alltag der Bürger gehören, wie ein zweites Paar Schuhe. Organisationen, die sich gegen die Entwicklung und den Einsatz von Kernwaffen einsetzten, werden zum offenen Feind erklärt. Die Schaffung einer Rasse von Sklavenkultautomaten oder wie der Volksmund auch sagt, Manchurian-Kandidat, wurde längst für Überseeexperimente in Gang gesetzt. Diese Überseeexperimente haben an Geiseln stattgefunden, die von den Vereinigten Staaten und Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland, Finnland und Frankreich gehalten werden. Darüber hinaus gibt es eine lange Reihe von bizarren Selbstmorden unter den britischen Informatikern, die alle einen Anschluss an die United States Navy haben. Fragen wir uns, bevor eine solche Psychologie des Terrors richtig an der Arbeit ist, würde eine Regierung, ein Unternehmen oder sagen wir ein Psychiater vorsätzlich solchen Schrecken heute fördern? Die Antwort ist ganz offensichtlich ein Ja. Im Hinblick auf die Frage des Warum. Eine Sache, wenn sie die Öffentlichkeit erschrecken und ihnen Angst um ihre Sicherheit machen wollen, dann erlaubt das ihnen, drakonische Rechtsanwendungspraxis anzuwenden, sie zu entwaffnen und unten zu halten, sowie umfangreiche Aufzeichnungen über sie anzulegen, und sie müssen dazu nur zu sagen, dass es sich hierbei um ihren Schutz handelt, um Schutzmaßnahmen, die letztendlich allen zugute kämen, sie zu schützen. Natürlich und oft genug wiederholt glauben es viele. Zweitens fördert es den Verfall der derzeitigen demokratischen Form, der herrschenden politischen Systeme und führt die Gesellschaften auf die Suche nach alternativen Methoden, einer neuen politischen Ideologie. Natürlich, die Alternative ist bereits geplant. Problem, Reaktion, Lösung. Kreiere ein Problem, Beispiel Weltfinanzkrise. Heize es an durch lancierte Publikationen, die nicht zu dir zurückführen, und provoziere eine Reaktion. In Irland musste die Regierung wegen Massenproteste zurücktreten. In Griechenland gab es gewalttätige Krawalle, und wenn alle einen kritischen Punkt zusteuern,
Bis dahin fehlt es noch weit. Offeriere eine Lösung. Bei diesem Beispiel etwa die Schaffung eines Weltwährungssystems durch Plastikgeld, Plastikkreditkarten, Mikrochipping, der Bevölkerung und so weiter. Denn da du die Probleme selbst gesteuert hast, kannst du die ultimative Lösung vorgeben. Die Bloom-Beam-Lösung. Sie heißt die neue Weltordnung und es geht hierbei, wie leicht erraten werden kann, nicht um ihre Sicherheit oder ihre Interessen, sondern die Ideen am Herzen liegen und wie George W. Bush schon sagte, lesen Sie meine Lippen. Es ist mir scheißegal, was ihr denkt oder ob ihr denkt. Die Angst wurde immer von der Machtelite benutzt, um die Massen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Auch mittels Angstspielen kann Angst genährt sowie vermehrt werden. Vielleicht fällt einigen auf, wie viele Websites es auf dem Internet inzwischen gibt, die sich aus Angst und furchteinflößenden Themen und Geschichten eingeschossen haben. Die Blogs von Sorcha, Fahl, AdDames und Zitatalk sowie viele andere betreiben Angst als ein produktives Geschäft. Menschen, die laufend über Angstthemen lesen, sehen oder darüber sprechen, schwimmen dann auch eher in einem Meer aus Unsicherheit als Menschen, die sich nicht laufend den zu erwartenden Katastrophen aussetzen. Es würde den Rahmen dieses eh schon recht langen Artikels sprengen. Wollte ich noch die vielfältigen Aspekte dabei schildern, aber ich kann einen Link dafür einstellen. Die alte Maxime, Teil und Herrsche, wird bis an die Grenzen der ganzen Welt ausgespielt werden, um sicherzustellen, dass alle Angst um ihre persönliche Sicherheit haben und sich auch mit den anderen Sorgen herumplanen müssen, die damit einhergehen. Auch dies ist geistige Kontrolle. Wenn dann die Blue Beam Attacke geführt wird, möglicherweise etwas anders als hier beschrieben, aber mit derselben Technologie, kann dann jeder von uns sagen, ich falle nicht drauf herein. Man darf nicht vergessen, dass etwas Zeit vergangen ist, seitdem diese Dinge geplant wurden. Das gab ihnen die Möglichkeit zur Verbesserung und zur Ergänzung. Wir alle haben eine Menge Unsinn- und Katastrophenszenarien gelesen und gehört. Wenn also tatsächlich über uns im Himmel die Bilder lebendig werden, werden wir sagen, ah, Bullshit. Oder werden wir Panik schieben, wie die Masse? Jetzt, da wir über diese Art von Strahlung sprachen, der telepathischen und elektronisch ergänzenden Kommunikation, müssen wir uns einigen wirklich unangenehmen Fragen stellen. Diese Art der Strahlung, die sowohl von Erinnerung von Computern, die für die Speicherung von massiven Daten über Menschen der menschlichen Sprache und Dialekte eingesetzt wird. Und wir haben weiteres gesagt, dass die Menschen damit so intensiv erreicht werden, sodass jede Person glaubt, dass sein eigener Gott direkt aus seiner eigenen Seele spricht. Damit verweisen wir auf diese Art von Technologie und diese Art zu denken, dass dieselbe Psychologie unterstützt. Das heißt, wir sollten von Geburt an dafür ausgebildet werden, dass wir alle nur das tun und denken, was die Gesellschaft will und nicht das, was wir für uns tun wollen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus, doch diese VLF-Anlagen finden sich mittlerweile weltweit und sind eine große Bedrohung für uns und unsere Umwelt. Das, weil sie nun die Technologie haben, um dies zu tun, ist im vollen Gang und wird jegliche bisherige Geschichtsschreibung blass aussehen lassen, denn nun soll niemand mehr die Möglichkeit haben, seine eigene individuelle Persönlichkeit zu pflegen. Diese Erklärung und diese Ideen sind so wichtig, denn es ist die zentrale Lehre von den Vereinten Nationen, dass niemand eine eigene Persönlichkeit besitzt. Ich weiß, liebe Leute, es ist schwer, dies zu glauben. Besonders für jene, die daran glauben, dass die UNO, WHO und all den weiteren globalen Strukturierungen, die vordergründig für das Gute eingesetzt wurden, werden sich damit schwer tun. Und die Erkenntnis zu integrieren und anzuwenden, dass wir hier inmitten der Gesellschaft einen Feind haben. Und die gleiche Psychologie behauptet, dass niemand in irgendeiner Weise etwas sagen kann und darf. Also über die Art der Persönlichkeit und oder sie zu erwerben. Denn es gibt dann keinen Grund mehr zu glauben, sie, ich, er, ihr, wir etc. hätten das Recht zum Erwerb einer neuen Persönlichkeit zu verweigern, wenn ihre bzw. unsere alte Persönlichkeit unsozial ist. Das ist der Punkt. Was in dieser Erklärung so wichtig zu verstehen ist, dass dieses neue Weltwertesystem über das derzeitige System darüber gesetzt wird. Die herkömmliche Art und Weise des Denkens, des Verhaltens und der Religionsbetrachtung wird als veraltet und als falsche Art und Weise des Denkens bezeichnet werden und die Vereinten Nationen werden, um sicherzustellen, dass alle, die mit diesem antisozialen Verhalten noch hausieren sollten, schnell jene Dummköpfe beseitigen. Solche Menschen, wie vermutlich ich und du, werden dann in spezielle Lager gebracht werden, von wo sie eventuell nicht mehr wiederkommen.
so dass andere Personen verändert werden können, um den Bedürfnissen, um der Tagesordnung der neuen Weltordnung zu folgen, ohne sich von der Wahrheit oder Logik beeinflussen zu lassen. Könnte dies das größte Projekt zur Kontrolle der Menschheit sein, das je ein Kopf erdachte? Right Said Fred. Das NASA-Blauer Strahlprojekt ist die wichtigste politische Richtlinie, für die seit ca. 230 Jahren von Pike und Mazzini so vorgesehene neue Weltordnung, die absolute Kontrolle über die Bevölkerung der gesamten Erde zu übernehmen. Ja, mir ist durchaus bewusst, wie paranoid das alles klingt, aber glauben Sie mir, diese Technologie existiert. Sie ist erprobt und auch schon in verschiedenen Schlachtfeldern der Gegenwart benutzt worden. Täuschen Sie sich bitte jetzt nicht, sie funktioniert tadellos. Ich schlage vor, Leute, Sie untersuchen diese Information sorgfältig und lesen sie genau durch, bevor Sie leichthin sagen, Fanatiker-Wahnsinn. Vielleicht führen Sie auch selbst eine Google-Suche durch. Dies wird Ihnen aufschlussreiche Dokumente und Schriften hierüber offenbaren. Seit ich diesen Artikel zum ersten Mal schrieb, zeichneten sich noch nicht die Ereignisse so klar gegen den Horizont ab. Nunmehr sind einige Puzzlesteinchen zusätzlich dazu gekommen. Und auch 2012 als Doom und Gloom Theaterkulisse scheint klar erwiesen zu sein, sodass ich mich gezwungen sah, den Artikel zu überarbeiten. Denn zufälligerweise redet auch fast niemand mehr davon. Das dürfen wir nicht zulassen. Das Bewusstsein für drohende Gefahr darf nicht eingeschläfert werden. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wenn wir den verschiedenen Berichten, die wir haben, noch weitergehen, dann finden wir, dass die Geistkontrolle und ihre Technologie Sender sind und dass sie die Sendung auf der gleichen Wellenlänge bzw. Frequenz einspeisen, wie das menschliche Loral arbeitet. Ein großer Auftragsnehmer des amerikanischen Verteidigungsministeriums, der bisher Forschungsarbeiten über die Regie von Energiewaffen durchgeführt hat, ist Lieutenant General Leonard Paris. Die US Air Force war auf der Suche nach einer Waffe, die buchstäblich Nachrichten, also richtige Stimmen, in den Köpfen der Feinde eingeben konnte, und er forderte seine eigenen Truppen auf, sich übermenschliche Euphoriegefühle von Heldenmut einstrahlen zu lassen, über ELF-Wellen, Electric Low Frequency. Das Gerät beschäftigt elektromagnetische Strahlung im Gigahertz-Frequenzenbereich, Mikrowellen, gepulste elektromagnetische Wellen bei extrem niedrigen Frequenzen, ELF. Es wird verwendet, um Menschen körperlich und geistig aus der Ferne zu foltern. Allerliebst, nicht wahr? Ein weiteres mit Impulsen arbeitendes Mikrowellengerät kann akustische Signale direkt an eine Einzelperson übertragen, während sie noch nicht offiziell bestätigt, daher nicht nachweisbar, aber es wird laut verschiedenster Informationen daran mit Hochdruck gearbeitet, an Dritte weitergegeben wird. Die Technologie ist sehr einfach und kann mühelos hergestellt werden, indem man eine gewöhnliche Polizeiradarpistole benutzt. Die Mikrowelle, die durch das Gerät direkt ins Gehirn moduliert wird, kann, was auch immer gewünscht wird, über die Tonfrequenzen in den Nachrichtensendungen versteckt und somit zu uns direkt in den Verstand übertragen werden. Wir werden tatsächlich der Meinung sein, selbst die, was auch immer, Ideen gehabt zu haben. Jetzt, hier kommen wir zu der Ausstrahlung von zwei Informationen der unterschwelligen Art und Weise von Kommunikation und Bildern aus den Tiefen des Raumes, die genau dieser Art von Technologie entsprechen. In seinem Buch The Body Electric schreibt der designierte Nobelpreisträger Dr. Robert Becker eine Reihe von Experimenten, die in den frühen 60er Jahren von Alan Free gemacht wurden. Diese Phänomene sowie andere Experimente sind später im Jahr 1973 am Walter Reed Army Institute für Forschung von Dr. Joseph C. Schaap persönlichen Tests unterzogen und verifiziert wurden, in denen er bewies, dass er ausgezeichnet hörte und verstand, welche Nachrichten ihm einer echofreien Isolationskammer über ein gepulstes Mikrowellen-Audiogramm gesendet wurden. Dieses nebenbei bemerkt derselbe Dr. Becker, der den ausgezeichnet funktionierenden Blutzepper erfand, mittels dem man sich selber frei von Parasiten und Würmern machen kann. Wirkungsvoller als die Geräte der ebenso mutigen Dr. Hulda Clark. Jedenfalls kam Dr. Beck zu folgendem Ergebnis. Solch ein Gerät hat sofort offen ersichtliche Anwendung für verdeckte militärische Operationen, mit dem Ziel, Menschen verrückt zu machen und durch unbekannte Stimmen nicht nachweisbare Anweisungen zu geben, um Mörder zu programmieren, die dann natürlich glauben, Gott sagte es mir. Nun, wenn wir eines erfreulichen Tages herausfinden und hören werden, dass eine Stimme aus der neuen Welt, der Messias aus dem Weltraum, zu allen gesunden Menschen auf der Erde spricht und er dann Anweisungen an religiöse und andere Fanatiker gibt, werden wir Hysterie und amoklaufende sozialen Chaos sehen. Und glauben Sie mir,
Das wird dann auf einem Maßstab geschehen, den auf diesem Planeten noch niemand erlebt. Keine Polizei auf der Welt, welche auch immer, könnte mit dieser Erkrankung, die folgen wird, fertig werden. Ein Buch von 1979 mit dem Titel Microwave Auditorium Wirkung und Anwendung von James Lynn beschreibt sehr plastisch, wie Stimmen hörbar werden können und direkt in das Gehirn gesendet wurden. Diese Technologie könnte tatsächlich die Blinden sehen und die Tauben hören machen. Stattdessen wurde es zu einer Waffe, um die Welt zu versklaven. Alan Free berichtete auch, er könne die Herzschläge von isolierten Fröschen beschleunigen, verlangsamen oder stoppen, die durch Synchronisierung der gepulsten Informationen von einer Mikrowelle Zustände käme. Laut Dr. Robert Becker wurden ähnliche Ergebnisse mit lebenden Fröschen erzielt, die zeigten, dass es technisch möglich ist, Herzinfarkte zu produzieren, mit Strahlen, die in die menschlichen Brust eindringen. Anmerkung: General Stubblin. Ja, genau, gemeint der Stubblin, der mit Mrs. Labo zusammen für sich die Naturheilmedizin entdeckt hat und in dem Artikel über den Codex Alimentarius zur Sprache kommt. Der damals Leiter dieser Experimente gewesen ist, tat Zeugen zufolge den folgenden Ausspruch, den ich hier übersetzt wiedergegeben möchte. Da bin ich dabei, die Herzen von Männern, die unpatriotisch sind, können damit so richtig auf Trab gebracht werden. Dies ist die Technologie der Zukunft. Sowohl der Autor dieses Berichts, Sarge Monast, und sein Kollege starben beide an einem Herzinfarkt, nur wenige Tage auseinander und obwohl keiner etwaige Vorwarnung oder dahingehende Anzeichen einer solchen Erkrankung zeigten, was ebenso gut nichts bedeuten muss. Ich möchte auch erwähnen, dass Dr. Becker nicht an dieser Forschung teilnahm. Mikrowellen können auch verwendet werden, um die menschliche Haut anzubrennen und mit ihrer Hilfe die Wirkung von Medikamenten, Bakterien und oder Gifte nachzuahnen. Oder auch, um die Funktion des gesamten Gehirns lahmzulegen. Das können wir im Irak sehen. Beispielsweise wird dies den Habanlagen nachgesagt. Diese Effekte kamen anlässlich einer Anhörung zutage, der die CIA am 21. September 1977 ausgesetzt war. In der Zeugenaussage vor dem Unterausschuss für Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung wurde Dr. Sidney Gottlieb gezwungen, über die MK-Ultra-Programme auszusagen und über den Umfang der CIA-Forschung, welche Techniken zur Aktivierung des menschlichen Organismus durch Fernbedienung und auf elektronischen Wege existierten. Also das ist etwas, was jetzt im Augenblick existiert. Es wurde intensiv verfolgt, erforscht und bis zum höchsten Grad entwickelt. Was darin gipfelte, aus dem Weltraum jede Person irgendwo auf dem Gesicht der Erde zu manipulieren. Heavy. Na klar, wie sagt Obama so gerne? Yes, we can. Also, wenn das keine unverhüllte Drohung ist. Wenn wir noch ein wenig tiefer eindringen, in diesen der Allgemeinheit wenig bekannten Prozess der geistigen Kontrolle über die Menschen, dann werden wir feststellen, dass diese Technik und Ausrüstung längst angewendet wurde, um die Politik in einer viel direkteren Weise zu beeinflussen. Michael Dukakis, der demokratische Kandidat im Kampf gegen George W. Bush, wurde gezielt mit Mikrowellentechnologie beschossen, bei der Wahl 1988. Er wurde darin behindert, öffentlich zu sprechen, als die öffentlichen Meinungsumfragen in Hinsicht der Wählerperspektiven zeigten, dass er für Bush eine ernste Bedrohung darstellt. Er macht geltend, dass das Gerät gegen seine Frau, Kitty Dukakis, verwendet wurde, um sie an den Rand des Selbstmordes zu bringen. In der Welt von Disneylands US-Politik wird ein Präsidentschaftskandidat mit Problemen wie diesen seinen Wettlauf um das Weiße Haus verlieren, und das hat er natürlich. In der Dezemberausgabe von 1980 der Military Review des United States Army Journal in einer Spalte von Lieutenant Colonel John B. Alexander. Colonel John B. Alexander schreibt dort: Mehrere Beispiele zeigen Bereiche, in denen Fortschritte gemacht wurden. Die Übertragung von Energie von einem Organismus zum anderen, die Fähigkeit zu heilen oder Krankheiten zu übertragen, die über eine weite Entfernung gesendet werden, deshalb Erkrankung oder des Todes aus keinem offensichtlichen Grund. Er berichtete auch über telepathische Verhaltensänderungen, die auch die Fähigkeit zur Induktion, der Hypnotisierung von Staaten bis zu einer Entfernung von 1000 Kilometer beinhalten. Die Verwendung von telepathischer Hypnose gilt nach wie vor als ein großes Potenzial. Wenn diese Fähigkeit perfektioniert wird, könnte die direkte Übertragung von Gedanken über Telepathie von einem Geist oder einer Gruppe von Köpfen zu einer ausgewählten Zielgruppe erfolgen. Der einzigartige Faktor dabei ist, dass dem Empfänger nicht bewusst ist, dass sein Geist von einer externen Quelle implantiert wurde. Er oder sie, oder wie ihr glauben, die Gedanken sind original aus seiner persönlichen Quelle.
Das ist genau das, worüber wir hier sprechen. Elektronisch-telepathische bidirektionale Kommunikation. Der dritte Schritt im NASA-Blauer Strahlprojekt ist die sogenannte elektronisch-telepathische bidirektionale Kommunikation. Lieutenant Colonel Alexanders Artikel weiter. Wenn es möglich ist, in dem Bereich Medikamenten Menschen via Satellit künstlich zu ernähren, dann wird die alles umfassende geistige Kontrolle des gesamten Planeten nun möglich. Ein individueller Widerstand wäre keine Frage mehr, es gäbe einfach keinen mehr. Man müsste nicht mehr ständig die Motivation hinter ihren der Feind Gedanken hinterfragen müssen und nicht handeln zu können. Auf Gedanken, die von außerhalb der eigenen ideologischen, religiösen und moralischen Grenzen kommen. Wieder einmal ist es sinnvoll zu überprüfen, wie weit Fernsehen, Werbung und andere Medien in unseren Köpfen gehen. Es wird noch einmal von Lieutenant Colonel Alexander berichtet, der in der Zusammenfassung seines Military Review Artikels sagte, die Informationen über diese Art von Technologien, die schon jetzt anwendbar sind, wird von einigen als lächerlich betrachtet, da sie nicht in Einklang mit ihrer Sicht der Realität stehen. Aber manche Menschen glauben immer noch, dass die Welt flach ist. Jetzt aber bedeutet es aber auch dies. Wenn die Menschen nicht glauben, dass diese Art von Technologie möglich ist oder dass es Science Fiction ist, dann befinden sich diese Menschen in großer Gefahr. Weil in der Nacht, wenn diese 1000 Sterne aus dem Weltraum zu leuchten beginnen, in der Nacht, wenn der neue Messias in die Welt kommt, werden sie nicht bereit sein und sie hatten keine Zeit, um sich vorzubereiten, um sich gegen diese Art von Technologie zu schützen. Sie glauben nicht daran und sie werden keine Zeit dafür investieren, sich darauf vorzubereiten. Der vierte Schritt betrifft die universelle übernatürliche Manifestation auf elektronischen Wege. Es enthält drei verschiedene Szenarios dafür. Eines werden sie so hinbasteln, dass die Menschen glauben werden, dass eine Alien-Invasion in jeder größeren Stadt auf der Erde kommen wird, um jede größere Nation mit ihren Nuklearwaffen zu provozieren. Auf diese Weise werden dann die Vereinten Nationen verlangen, dass alle Nationen einen Gerichtshof ins Leben gerufen, um die Atomwaffenmächte zu entwaffnen. Und um dann hinterher zu zeigen, dass es eine falsche, eine inszenierte Invasion war. Und wir werden der Vereinten Nationen wissen, dass die Invasion falsch war. Sie haben es inszeniert, auf Kurs. Das zweite Szenario wird die Christen glauben machen, dass die göttliche Verzückung auftreten wird mit einer vermeintlichen göttlichen Intervention, einer außerirdischen Rasse, die kommt, um die Zivilisation von einem grausamen und erbarmungslosen Dämon zu retten. Ihr Ziel wird es damit sein, um alle wesentlichen Einwände gegen die Umsetzung der neuen Weltordnung in einen großen Schlag abzuschlachten und dann tatsächlich innerhalb von Stunden nach dem Beginn des Dramas den Himmel wieder zu zeigen. Die dritte szenarische Orientierung wird für die übernatürliche Kräfte genutzt werden, zu einer Reise durch optische Fasern, Koaxialkabel, Elektro- und Telefonleitung, alle auf einmal, um dadurch die großen Geräte zu manipulieren. Schon bläuliche Flammenzungen werden an Leitungen und Kabeln entlang tanzen. Eingebettete Chips überall in bereits manipulierten Geräten auf der ganzen Welt sind bereit und warten nur auf ihren Auftritt. Keine Frage, viele Menschen sind noch abergläubisch genug, darauf hereinzufallen. Das Ziel dieser globalen satanischen Geistprojizierungen wird es sein, alle Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt an den Rand der Hysterie und des Wahnsinns zu schicken, um sie in einer noch nie gesehenen Welle von Selbstmord, Mord und dauerhaften physischen Erkrankungen umzubringen. Nach der Nacht der 1000 Sterne wird die Bevölkerung weltweit bereit sein, um den neuen Messias anzubeten und zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung und Frieden um jeden Preis, wenn auch um den Preis des Verzichts auf Freiheit, Cash und Unabhängigkeit. Die verwendeten Techniken im vierten Schritt ist genau die gleiche Methode, die in der Vergangenheit in der UdSSR angewandt wurde, um die Menschen zu zwingen, den Kommunismus zu akzeptieren. Die gleiche Technik wird von den Vereinten Nationen zur Umsetzung der neuen Weltreligion und der neuen Weltordnung benutzt. Viele Leute fragen, wann dies passieren wird und wie sie das errechnen können, wann die Vision der Nacht der 1000 Sterne und die Ereignisse, die an dem Tag passieren, auftreten werden. Nach den vielen Berichten, die wir erhalten haben, sind wir der Meinung, es beginnt mit einer Art weltweiter wirtschaftlicher Katastrophe. Kein kompletter Absturz, aber doch genug, dass es ihnen ermöglicht, eine gewisse Art von inzwischen Währung einführen, bevor ihr elektronischer Cash alles ersetzt, was die Papier- oder Kunststoff-Leistungsverhältnis-Währung angeht. Die inzwischen Währung wird zur Erzwingung von Einsparungen benutzt oder um sich ihr Bargeld unter den Nagel zu reißen, weil sie verstehen, dass Menschen, die Geld haben und nicht abhängig von ihnen sind, einen Aufstand gegen sie anzetteln könnten. Wenn jeder gebrochen ist, dann kann niemand einen Kriegsfonds haben, egal welcher Art. Papierwährung wird nicht mehr existieren.
Dies ist eines der ersten Anzeichen. Aber die Umsetzung des weltweiten E-Geldsystems erfordert, dass es eine Möglichkeit geben muss, Geld elektronisch zu übertragen. Und das für jeden in der Welt, der möglicherweise in der Zukunft Geld haben wird. Geht es nach den Illuminaten, wird zu diesem Zeitpunkt fast jeder seine Cash-Reserven und Vermögenswerte verbraten haben. Jeder hat zu 100%ig abhängig zu sein, vor dem Rat und für seine Existenz. Um zu verhindern, dass jede Art von Unabhängigkeit aufhört zu existieren, hat die neue Weltordnung bereits implantierte Mikrochips in wilde Tiere, Vögel, Fische und so weiter verankert. Warum? Sie wollen sicherstellen, dass die Menschen, die diese neue Weltordnung nicht akzeptieren, nicht in der Lage sind zu jagen oder Fische zu fangen. Niemand in der Welt. Wenn sie es versuchen, werden sie verfolgt und Rückverfolgung per Satelliten wird eingesetzt, dann werden sie gejagt und inhaftiert oder getötet. Die neue Weltordnung änderte bereits die Gesetze aller Nationen, um alle abhängig von einer einzelnen Lebensmittel- und Vitaminversorgungsgesellschaft zu machen. Sie ändern die Gesetze über Religion und haben begonnen, psychiatrische Erkrankungen zu identifizieren, um diejenigen, die potenziell drohen, die NWO zu zerstören, mit diesen Defekten zu benennen. Diejenigen, an denen man Defekte gefunden hat, werden in Auffanglagern gesteckt, in denen man dann ihre Organe verkauft, auf den höchsten Bieter gibt. Diejenigen, die nicht getötet werden, wird man als Sklavenarbeiter oder wie in China für medizinische Experimente verwenden. Das Ziel ist, eine Diktatur zu kontrollieren, die alle überall auf dem Planeten rücksichtslos und ohne Ausnahme im Griff hat. Das ist der Grund, warum die neue Technologie überall eingeführt wird. Überall ist eine Technologie für die Kontrolle der Menschen im Gange. Die Technologie der 40er und 50er Jahre wurden verwendet, um die betroffenen Menschen einfacher zu handhaben und produktiver zu machen. Die neue Technologie ist entwickelt und gebaut für die Kontrolle der Menschen, überall auf der Welt. Diese Technologie wurde für einen bestimmten Zweck hergestellt und sich zu weigern, dies zu sehen und zu erkennen, dass der Zweck darin besteht, die gesamte Bevölkerung der Welt zu versklaven, sowie die Entstehung des Antichristen und die Errichtung einer neuen Weltordnung zu installieren, heißt zu leugnen und sich blind zu stellen. Für die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die alles andere als gut mit einem meinen, wenn sie das alles nicht sehen können. Wenn sie nicht lernen können, wenn man das nicht verstehen kann, dann haben sie und ihre Familie und ihre Freunde keine Chance. Dann werden sie sich wiederfinden inmitten von brennenden Krematorien, die in jedem Staat und jeder größeren Stadt auf der Welt gebaut wurden. Sie und ihre Liebsten werden sich inmitten von Chaos, Tod, Zerstörung und unsäglichen Leid wiederfinden. Niemand ist sicher in einem totalitären Polizeistaat. Sarge Munast. Ein Beweis dafür, dass diese Technik schon angewendet wird? Natürlich wissen wir vor lauter Feinden, die irgendwo lauern sollen, überhaupt nichts mehr. Manche gehen sogar so weit und denken sich, ach, zum Teufel damit. Das würde ich nicht tun. Denkt wenigstens drüber nach, bevor ich zu einer Entscheidung dieser Sache durchdringt. Tatsache ist, geplant haben diese Leute das alles. Da gibt es nichts zu deuten. Aber im Moment sind sie untereinander so zerstritten, dass zu unserem Glück wir eine Verschnaufspause bekommen haben. Zumindest jetzt noch nicht werden diese Dinge passieren. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es auch die guten Jungs gibt, die auf der Seite der Menschen sind und somit die gegen Unterdrückung. Das wäre sogar logisch, denn wir leben innerhalb der Polarität. Aber solange wir nicht wissen, wer was ist, sollten wir sie alle kritisch im Auge behalten. Besonders alle Channel-Medien. Schult eure Intuition und sie wird euch nie im Stich lassen. Wir müssen alle aufwachen. Aus unserem Tiefschlaf und nicht die Fehler vergangener Generationen wiederholen. Damals wollte auch keiner glauben, wahrhaben, hinschauen, aufwachen, geschweige denn erkennen. Aber diesmal ist nicht nur eine große Anzahl von Menschen in Gefahr. Es geht um uns alle. Ein Fehler bei der grundlegenden religiösen Doktrin unterlaufen wäre. Die Fälschung dieser Informationen wird benutzt, um alle Völker glauben zu machen, dass ihre religiösen Lehren für Jahrhunderte missinterpretiert und falsch verstanden wurden. Das läuft ja schon mal. Psychologische Vorbereitungen für diesen ersten Schritt wurden bereits mit dem Film 2001 A Space Odyssey, die Star Trek-Reihe und Independence Day umgesetzt. Alles Filme, die sich mit Invasionen aus dem Weltraum und einer Annäherung aller Nationen zur Abwehr der Eindringlinge auseinandersetzen. Die letzten Filme, wie zum Beispiel Jurassic Park, befasst sich mit der Theorie der Evolution und deren Aussage. Gottes Worte sind Lügen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass dies der erste Schritt ist, dass diese Erdbeben, die in verschiedenen Teilen der Welt auftreten werden, in der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und archäologischen Lehre zeigen werden, dass viele alte und mystische Geheimnisse begraben wurden. Mit diesen Arten von Erdbeben wird es möglich sein, dass diejenigen Wissenschaftler, die solche obskuren Geheimnisse entdecken, dazu verwendet werden, um alle grundlegenden religiösen Doktrinen zu diskreditieren. Dies ist die erste Vorbereitung für den Plan für die Menschheit, weil das, was sie wollen, ist die Überzeugung von allen Christen und Muslime auf der Erde. Um dies zu erreichen, benötigen sie einige falsche Beweise aus der Vergangenheit, die weltweit beweisen werden, dass alle Nationen ihre Religion falsch verstanden hätten. Der große Raum in den Himmel. Der zweite Schritt im NASA Bluebeam-Projekt beinhaltet eine gigantische offene Raumsphäre mit dreidimensionalen optischen Hologrammen und Augen auf News. Projekt Bluebeam. Ein Plan, um uns alle zu knechten. Das Projekt Bluebeam stellt einen Plan dar, in dem die Illuminaten die neue Weltordnung einleiten möchten. Neben einigen Details, die später erläutert werden, gibt es in diesem Plan einen zentralen Punkt, der die Wende markiert. Bei diesem unglaublichen Ereignis handelt es sich um den Einsatz von Hologrammen, die mit Hilfe einer speziellen Schicht in der Atmosphäre erzeugt werden, welche vermutlich seit Jahren durch Chemtrails aufgebaut wird. Dieses riesige Freiluftkino soll die Menschen zu einer globalen Religion bringen, was wiederum zu einem vereinten Weltstaat führt. Der Plan gliedert sich in vier Abschnitte. Erstens: dreimaliger Angriff auf New York. WTC 11. September, biochemisch und nuklear. Künstliche Erdbeben legen Objekte frei, die die bestehenden Religionen widerlegen. Wenn man vom ersten Teil der Aussage absieht, wäre das Thomas-Evangelium sowie andere religiösen Schriften zu nennen, die da hinein passen. Das Grab Jesu wäre wohl einer der größten Religionskiller, da er ja laut Überlieferung auf einer Wolke in den Himmel fuhr. Verbreitung einer luziferischen Religion, Menschenkult, sowie Unterdrückung anderer Religionen, insbesondere traditionell christlicher. Zweitens: Weltraumlasershow durch das genannte Freiluftkino, um die neue Religion letztendlich durchzusetzen. Die Projektionen sollen in jedem Land der Erde auftreten und den Messias der dort vorherrschenden Religion verkörpern. Zusätzlich sollen sie mittels Sprachausgabe aus dem All vertont werden und die Landessprache der jeweiligen Nation sprechen. Ein Hinweis des Editors: Sarge Monast und ein anderer Journalist, dessen Name im Weiteren nicht genannt wird, erforschten beide Projekt Bluebeam. Sie starben beide an einem Herzinfarkt und beide innerhalb nur von Wochen voneinander, obwohl keine Geschichte von Herzerkrankung vorlag. Sarge war in Kanada, der andere kanadische Journalist besuchte Irland. Die kanadische Regierung entführte Sarge Tochter in einem Versuch, ihn von der Verfolgung seiner Forschung in Sachen Projekt Bluebeam einzustellen. Bis zu seinem Tod wurde seine Tochter nicht zurückgegeben. Pseudo-Herzinfarkte mittels Hochfrequenzlaserstrahlung sind eine der beliebtesten Methoden, wenn der Tod durch Projekt Blauer Strahl jemanden ereilt. Das berüchtigte NASA, National Aeronautics and Space Administration, Blauer Strahl-Projekt, hat verschiedene Stufen, damit die Umsetzung des neuen Zeitalters der Religion mit dem Antichrist an der Spitze gelingt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein neues Zeitalter der Religion einsetzen wird. Das ist die Grundlage für die neue Weltregierung. Ohne diese Religion der Diktatur ist die neue Weltordnung völlig unmöglich. Ich werde es wiederholen, dass ohne einen universellen Glauben an das neue Zeitalter der Religion wird der Erfolg der neuen Weltordnung unmöglich. Das ist der Grund, warum der Blaue Strahl-Projekt so wichtig ist für sie. Aber bisher hatte man es gut versteckt, bis jetzt. Der erste Schritt beim NASA Blauer Strahl-Projekt, Bluebeam-Projekt, betrifft die Aufteilung, Neubewertung aller archäologischen Wissensebenen. Es beschäftigt sich mit dem Aufbau von künstlich geschaffenen Erdbeben an bestimmten Orten auf dem Planeten. Es wird heißen, dass angeblich neue Entdeckungen aufgetaucht seien, die uns schließlich erklären werden, dass alle Menschen... Drittens: künstliche Telepathie, bei der durch 11 Wellen fremde Gedanken, Mindkontrolle, erscheinen, die Gott zugeordnet werden. Zunächst erhält man eine globale Religionsvielfalt. Allerdings gibt es dazu auch eine Implantatvariante. Heraufbeschwörung einiger Konflikte, einerseits gegen künstliche Feinde, aber auch gegen Vertreter dieser Theorie. Viertens: weltweite übernatürliche Manifestation mittels Elektronik in drei verschiedenen Ausführungen. 1. Vortäuschung eines Alien-Angriffes zur finalen Einigung der Welt unter einem Glaubensstaat.
der von einem durch den Himmel bestimmten Messias beherrscht wird, mit der Folge, dass Nationen dazu gedrängt werden, ihre nuklearen Waffen zum Gegenschlag einzusetzen, sodass nach dieser Kriegssimulation jede Nation vor der UNO in den Status der totalen Abrüstung gelangt. 2. Christen sollen glauben, dass sie durch eine gespielte göttliche Intervention einer angeblich guten außerirdischen Kraft von einer brutalen satanischen Attacke gerettet werden. Und 3. Es sollen Frequenzen benutzt werden, welche übernatürliche Phänomene durch Glasfaserkabel, Koaxialkabel, Starkstrom und Telefonleitung hervorrufen sollen, indem alle elektronischen Ausrüstungen und Vorrichtungen, die zu dieser Zeit alle einen speziellen Mikrochip installiert haben sollen, durchdrungen werden. Das Ziel dieses Schrittes ist die Materialisierung von bösartigen satanischen Geistern, Gespenstern und Poltergeistern über den gesamten Planeten, um Hysterie und Panik zu erzeugen. Nach dieser sogenannten Nacht der 1000 Sterne soll die Menschheit bereit für den neuen Messias sein, um den Frieden überall um jeden Preis wiederherzustellen, auch für den Preis der Freiheit. Angeblich durchgeführte Teile des Plans sowie Hinweise. Filme zur Vorbereitung auf eine Alien-Invasion sowie Aussage des Vatikans, dass Außerirdische unsere Brüder seien, Testläufe in Wüstenregionen mit holographischen Projektionen von Jesus Christus, Testlauf einer Projektion von Allah am Nachthimmel von Bagdad 1991, die zum Sturm auf Saddams Palast führte, Testlauf der EM-Wellenkontrolle, was sich durch das häufige Auftreten des Channeling-Syndroms zeigt, siehe auch Längswellensender unter dem Flughafen Berlin-Tempelhof. Irgendwie soll auch der Bibelcode auf diese Ereignisse hinweisen, indem er berichtet, dass Menschen versuchen, zu Göttern, Weltherrschern zu werden. Testläufe für Umweltkatastrophen, die deswegen gehäuft auftreten. Tests zur Beeinflussung der Iosphäre zu Bilder, welche allerdings erst im letzten Teil der Aktion durchgeführt wird. Siehe auch Hab. Die technischen Mittel sind natürlich so geheim, dass es für den Bürger gar nicht in Frage kommt, zu glauben, dass sie technischen Ursprungs sind. Dies klingt zwar wie eine Lücke in der Theorie, aber es ist allgemein bekannt, dass Militärtechnologien zum Nutzen erhält, weit bevor es für Privatpersonen käuflich wird, zum Beispiel Stealth-Technologie. Zur Projektion sei gesagt, es handelt sich um eine hochentwickelte satellitengestützte Projektionstechnik, welche imstande ist, Hologramme von immenser Größe in die Atmosphäre zu projizieren. Es handelt sich dabei um die Verwendung einer besonderen sodiumhaltigen Schicht in etwa 60 Meilen Höhe, welche quasi als kosmische Projektionsoberfläche Verwendung findet. Der folgende Beitrag wurde zu einem großen Teil den Schriften von Ken Adachis Website educateyourself.org kopiert und übersetzt.